Das erste Beispiel war hoffentlich relativ einfach. Skizzieren Sie die EU-Kennlinie einer Diode. Wir haben uns das letzte Mal mit diesem Ding ja genau mehr beschäftigt. Eine Sache habe ich jetzt bei mir hier nicht eingezeichnet. Was habe ich hier nicht? Den Leckstrom, genau. Also ich habe versucht, dieses Bild irgendwie so zu machen, dass es halbwegs proportional ist, und dann sind diese, weiß ich nicht, 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 15 Ampere, die da Leckstrom sind, völlig irrelevant. Also ich könnte behaupten, ich hätte sie eingezeichnet, das könnte man an der Abbildung jetzt nicht wirklich erkennen. Aber wir haben zwei wichtige Punkte auf der Spannungsachse, nämlich die Flussspannung, ab der Strom fließt. Aber das ist eben, wie wir das letzte Mal angeschaut haben, nicht wirklich so absolut digital, genau bei dem Punkt ist die Diode ein Kurzschluss, sondern da gibt es einen kleinen Übergangsbereich, aber dann wird diese Kennlinie hier sehr, sehr steil und man kommt eigentlich mit dem Spannungsabfall an der Diode nicht wesentlich über diese Flussspannung drüber. Und in der anderen Richtung, in der Sperrrichtung, gibt es irgendwo einen Punkt, wo dann die Diode durchbricht. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt maßstabgetreu hier gezeichnet, weil normalerweise das halt ein sehr großes Vielfaches der Flussspannung, dieser Durchbruchsspannung ist. Und hier ist es vielleicht, weiß ich nicht, 3-4 Mal so groß. Normalerweise würde in der Sperrrichtung diese Diode deutlich mehr Spannung aushalten. Das Bild ist sehr, sehr ähnlich beim Durchbruch wie beim Durchlass. Also es gibt dann auch so einen Punkt und dann bricht das irgendwie sehr steil ab. Es ist nicht wirklich digital an dieser Stelle, ist die Diode in der anderen Richtung dann ein Kurzschluss, aber in der Gegend der Durchbruchspannung wird dann diese Kennlinie wieder sehr steil. Und man kann eigentlich in Sperrrichtung nicht eine wesentlich größere Spannung als das anlegen, weil eben die Diode dann durchbricht. Gut. Fragen zu diesem Bild? Wir haben noch zwei. Naja, wobei, da würdest du ja den Transienten, also die Zeitachse, schon mit reinrechnen. Also wir können in diesem Diagramm natürlich nur Zustände der Diode einzeichnen, wo sie quasi beliebig lange in diesem Zustand bleiben kann. Und wenn ich quasi jetzt irgendwie mir überlege, naja, bei der Spannung wäre der Strom und dann explodiert die Diode, aber dann fehlt mir eigentlich noch irgendwie vielleicht zugezeichnet eine Zeitachse, wo ich diesen Prozess darstellen könnte. Also wir schauen uns da quasi nur das Gleichstromverhalten der Diode an. Wir haben letztes Mal noch ein paar andere Bilder uns kurz angesehen. Sie stehen, glaube ich, nicht im Skriptraum, aber am Whiteboard haben wir, Flipchart haben wir darüber geredet, wie man diese Kennlinie skizzieren kann oder nähern kann. Und je nachdem, was man sich gerade anschaut, kann das eine oder andere Modell besser geeignet sein. Wir hatten das ausgesehen. Ja, das habe ich zwar nicht gemeint, aber es ist, das haben wir auch letztes Mal gemacht und das ist gut. Hier habe ich es eben auf einer linearen Skala gezeichnet und damit habe ich quasi diese Illusion von, es gibt einen Punkt, da tut sich was. Wie würde eine Diodenkennlinie auf einer logarithmischen Skala ausschauen? Eine Gerade, genau. Also man würde dann quasi sagen, okay, in der logarithmischen Skala addiert man ja hier nichts, sondern multipliziert. Dann sagt man zum Beispiel, diese Strecke ist immer eine Vertausendfachung des Stroms. Und dann sieht man halt, dass ein gewisser Spannungssprung immer eine gewisse Multiplikation im Strom verursacht. Und auf der logarithmischen Skala kann ich halt in einem Bild sehr schön einen Bereich hineinzeichnen, der irgendwie von Femtoampere bis Megaampere geht, da würde ich dann so eine gerade Linie sehen. Aber wenn ich da jetzt so Begriffe wie Femtoampere und Megaampere dann in einen Raum werfe, das sind für übliche Dinge sind das obstruse Dimensionen, sondern das meiste spielt sich irgendwie in der Größenordnung, zumindest von dem, was wir machen, in der Größenordnung von Milliampere bis Ampere ab. Und Milliampere ist ein eher kleiner Strom und Ampere ist halt ein eher großer Strom. Und natürlich, es gibt Anwendungen, da schaut man sich Dinge an, die ein bisschen kleiner als Milliampere sind. Und viel in der Energietechnik, wo man sich Sachen anschaut, die größer sind als 1 Ampere. Aber wenn ich da quasi so meinen kleinen Ausschnitt habe von diesem großen Spektrum in der logarithmischen Skala und ich habe da meine Gerade, dann geht die irgendwann durch diesen Ausschnitt, der mich interessiert, durch. Und genau das ist hier, da hätte ich vielleicht quasi
hier eine Skala gewählt, dass jedes dieser Pünktchen hier einem Milliampere-Sprung entspricht. Und dann gibt es halt hier diesen Bereich bei der Durchlassspannung, wo dieser Bereich von mehreren Milliampere plötzlich durchbrochen wird. In diesem Bereich hier sind wir deutlich kleiner als Milliampere, da sind wir halt dann bei Mikro- und Nano-Pico-Femtoampere. Und jenseits von dem sind wir dann halt bei den Ampere und Kiloampere und Megaampere. Und nur dieser kleine Bereich, der uns wirklich interessiert, wenn wir den da linear auftragen, dann haben wir eben dieses Phänomen, dass wir sagen, es gibt einen gewissen Punkt und dort explodiert dann plötzlich der Strom. Okay, aber das habe ich ja eigentlich nicht jetzt gemeint in meiner Frage. Wir haben hier in diesem Bild, das ist ein eher realistisches Bild, da habe ich hier eine schöne Krümmung. Wir haben uns quasi auch andere Näherungen angesehen, wo wir nicht diese Krümmung haben, sondern wie haben da die Kennlinien ausgeschaut. Wie hat denn die Kennlinie ausgeschaut von einer ganz idealen Diode? Wo wir sagen, die Grundidee von Diode ist, ja, das habe ich schon dreimal gesehen, genau, ist ein Ding, das lässt Strom ungehindert in einer Richtung durch und überhaupt nicht in der anderen. Und dann hätte man halt dieses, würde ich sagen, L-Profil, aber es ist in der X-Achse gekippt, wo wir sagen, in der Sperrrichtung, also bei einer negativen Spannung, fließt nie Strom. Und kein Strom heißt 0 Ampere auf der Stromachse, also hier sind wir quasi immer bei der 0 Ampere Höhe. Und wenn ich sage, in der Durchlassrichtung lässt die Diode Strom völlig ungehindert durch, dann heißt das, egal wie groß der Strom ist in Durchlassrichtung, ich habe nie einen Spannungsabfall. Und das heißt, wir hätten dann quasi hier auf der Stromachse noch einen geraden Strich. Und das wäre das Bild von einer idealen Diode. Und dann haben wir das weiterentwickelt. Wir haben gesagt, okay, wir können dieses andere Bild annähern mit zwei Schritten. Erstens können wir uns mal eine Spannungsquelle da drinnen noch vorstellen. Dann verschiebt sich alles so ein bisschen nach rechts. Dann hätten wir so ein L-Profil, das an der Flussspannung liegt. Das ist schon eine deutlich bessere Näherung. Und dann haben wir gesagt, wir könnten uns auch einen Innenwiderstand vorstellen. Dann wäre der Strich hier nicht mehr gerade, sondern ein bisschen schräg gestellt. Dann kann man das schon sehr gut nähern, wie so eine richtige Diodenkennlinie ausschaut. Wir haben auch darüber geredet, welchen Vorteil und welchen Nachteil das hat, so eine richtige Kurve zu nehmen, wie die Diode tatsächlich ausschaut. Die beschrieben wird durch die Schockgleichung, die haben wir auch das letzte Mal angeschaut. Oder diese einfache Näherung, dass wir sagen, das ist halt wirklich eine Einbahnstraße für den Strom und wir haben dieses harte, eckige Profil. Was ist da wofür einfacher? Was sind die Unterschiede? Wann verwende ich welches Modell, um mich der Idee einer Diode zu nähern? Wer hat denn das zweite Beispiel gemacht? Ich habe das zweite Beispiel dann gemacht. In dem Test, genau. Ja. Welches Modell ist denn da zugrunde gelegen bei den Überlegungen bei diesem zweiten Beispiel? Das L, genau. Ja, weil da braucht man sich keine Gedanken machen über das ist eine Exponentialfunktion. Da sagt man, Einbahnstraße vom Strom, da kommt man relativ weit. Wenn ich jetzt eine Schaltung habe mit vielen Dioden, die so alle ein bisschen im Durchlass betrieben werden und ich möchte das gerne mit einem Schaltungssimulator lösen. Welches Modell wird der verwenden? Wird er das L-Modell verwenden oder wird er diese analytische Schockgleichung verwenden? Warum? Warum verwendet er die Schockgleichung? Genau. Also das ist, man kann natürlich auch sagen, weil die Schockgleichung eine genauere Näherung für die Diode ist und das ist natürlich auch der Fall. Aber es ist nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist, es ist eine analytische Funktion, die kann ich überall differenzieren und es gibt viele schöne mathematische Verfahren, um Probleme mit vielen Unbekannten zu lösen, die gut gehen, wenn man analytische Funktionen hat. Und quasi je nachdem, welches Mittel ich jetzt verwende, wenn ich quasi einfach nur wild ausprobieren möchte, welche Diode könnte da leiten, welche könnte nicht leiten, wenn man das beim zweiten Beispiel macht, dann nimmt man diese Näherung von diesem L-Profil. Komm bitte. So. Und wenn man das eher quasi mit den mathematischen Methoden bewerfen möchte, die
bis das so gibt, um solche Probleme mit vielen Unbekannten zu lösen, dann nehme ich ein Modell wie die Schockgleichung, weil sich das besser eignet, um diese Art von Berechnungen durchzuführen. So, zweites Beispiel. Markieren Sie die LEDs, die leuchten. Gut, haben wir jetzt hier gemacht. Warum leuchtet im ersten Beispiel nur die linke LED? Warum leuchten diese beiden anderen LEDs nicht? Genau, also die Durchlassspannung von der gesamten Serienschaltung von Dioden wird hier nicht erreicht, weil wir haben, sagen wir mal, wir hätten zum Einfachrechnen. Für die LED nehmen wir 1 Volt Durchlassspannung und für die normalen Dioden nehmen wir auch 1 Volt Durchlassspannung. Dann hat dieser erste Pfad hier hat eine Durchlassspannung von 1 Volt. Der zweite Pfad hat eine Durchlassspannung von 2 Volt, also ab 2 Volt spannenden Anlagen verhält sich das wie ein Kurzschluss. Und der dritte Pfad hat eine Durchlassspannung von 3 Volt. Ab 3 Volt, die da anliegen, fällt sich ein Kurzschluss. Wenn sich der linke Pfad hier schon ab 1 Volt wie ein Kurzschluss verhält, dann können wir da Energie in das System hineinpumpen, so viel wir wollen. Wir werden das nie schaffen, dass die Spannung hier auf 2 Volt ansteigt. Und nachdem aber diese beiden Punkte hier gleich sind wie diese beiden Punkte, das ist ja alles verbunden durch ein Netzwerk in diesem Schaltplan, wird die Tatsache, dass wir hier nie 2 Volt erreichen können, das ist äquivalent mit der Aussage, dass wir hier nie 2 Volt erreichen können. Und damit wird dieser zweite Pfad und auch der dritte Pfad natürlich noch mehr, die werden nie leiten. Und da haben wir dazu auch das letzte Mal ein kurzes Experiment gehabt, wo wir diese rote und die grüne LED gehabt haben. Im Wesentlichen diese Schaltung, den rechten Pfad nicht dabei und hier noch einen Schalter drinnen. Und wenn wir den Schalter schließen, dann leuchtet eben nur diese LED aus dem eben genannten Grund. Wenn wir aber den Schalter öffnen, ist es so, wenn dieser Pfad nicht vorhanden wäre und dann kann sich auf dieser zweiten Strecke diese höhere Durchlassspannung einstellen und dann leuchtet eben diese zweite LED. Und so kann man sehr, sehr billig mit nur dem Öffnen und Schließen eines einzelnen Kontaktes nicht nur eine LED ein- und ausschalten, sondern gegengleich eine andere LED auch aus- und einschalten. Ja? Wenn die Spannung, also sagen wir, in der Schaltung habe ich einen Widerstand eingebaut. Das heißt, wenn die Spannungsquelle 3 Volt beträgt und wir haben die Flussspannung und so wie gerade geschildert, haben wir hier 1 Volt Spannungsabfall und die anderen beiden Volt fallen an diesem Widerstand ab und bestimmen dann den Strom, der tatsächlich fließt. Wenn ich diesen Widerstand nicht hätte, dann ist diese Schaltung nicht lösbar mit unserem Modell, weil wir quasi auf der einen Seite ein ideales Bauteil haben, das quasi sagt, ich kann unendlich viel Energie liefern, alles was notwendig ist, um 3 Volt zu liefern. Und auf der anderen Seite haben wir ein ideales Bauteil, das sagt, ich kann unendlich viel Energie aufnehmen, alles was möglich ist, nur damit die Spannung nicht 1 Volt überschreitet. In der Praxis natürlich haben wir das nicht so. In der Praxis ist die Spannungsquelle nicht ideal, in der Praxis ist diese Diode nicht mit diesem idealen L-Profil, aber wenn quasi diese Bauteile wirklich dieses Ideale wären, dann weiß ich nicht, müsste das Universum aufhören zu existieren, so wie man diese Schaltung anschließt, weil es gibt nach diesem idealisierten Modell keine Möglichkeit, wie sich irgendwie dann diese Bauteile da zufrieden sein könnten. Ja? Rechnen sich nur aufgrund dieser einen Diode und die anderen? Genau. Also nur die Flussspannung von dieser Diode bestimmt uns den Spannungsabfall. Natürlich, wenn man dieses komplexere Modell einer Diodenkennlinie heranziehen, dann sehen wir, das ist nur eine erste Näherung. Es wird hier die Spannung irgendwo in diesem Bereich sein, abhängig davon, wie viel Strom tatsächlich fließt. Wenn man aber, was für diese Art von Schaltungen total sinnvoll ist, so ein einfacheres Modell nimmt, dass wir sagen, wir legen da ein L hinein, ein hartes, dann ist das genau so, dass diese Flussspannung vorschreibt, was die maximale Spannung einer Diode ist, egal was hier als Quelle angeschlossen ist. Gut, die zweite Schaltung schaut eigentlich so ähnlich aus, aber hier leuchten alle drei LEDs. Warum? Ja, wie sich der Spannungsabfall und Widerstand dann einstellen sozusagen, weil die Gesamtspannung ist halt immer 1 Volt. Und genau, der große Unterschied ist, wir haben hier einen gemeinsamen Vorwiderstand und dann hier wirklich nur die LEDs parallel, nur dieses hier maximal 1 Volt, hier maximal 2 Volt, hier maximal 3 Volt parallel. Hier haben aber die LED, die sagt maximal 1 Volt, die LED, die sagt also die LED-Dioden-Serienschaltung, die sagt maximal 2 Volt und hier maximal 3 Volt.
parallel, aber die sind nicht hier verbunden, sondern jeweils noch in Serie mit einem eigenen Widerstand. Und wenn wir jetzt das Beispiel hätten, weiß ich nicht, das ist eine 5-Volt-Batterie, dann haben wir noch ein bisschen Heftung immer, dann würden an dieser Diode 1 Volt abfallen und 4 Volt eben an diesem Widerstand. Hier würden dann 2 Volt an den Dioden abfallen und noch 3 Volt an Widerstand. Und hier würden 3 Volt an den Dioden abfallen und noch 2 Volt an den Widerstand. Aber wir könnten ohne Probleme jeden dieser drei Widerstände so wählen, dass dann jede von den Dioden so mit Strom durchflossen wird, dass sie halt gerade schön leuchtet. Und das ist ja Teil der Angabe hier unten, dass die Spannungsquellen und Dioden so dimensioniert sind, dass möglichst viele LEDs leuchten. Okay, dann das dritte Beispiel. Warum leuchten gerade diese drei LEDs? Genau, das ist nur ein Labyrinth. Und das ist halt der einzige Pfad in dem Beispiel, wo der Strom von hier nach da fließen kann. Dann fließt er eben durch diese drei LEDs. Wenn ich irgendeine von diesen umgedreht hätte, dann würde einfach gar keine mehr leuchten. Also nicht nur die eine, die ich umgedreht habe, sondern die anderen beiden natürlich auch nicht, weil dann eben kein Strom fließen kann. Der muss ja wirklich von da oben rein und dann durch das gesamte Netzwerk durch. Warum leuchtet die LED zum Beispiel nicht? Da könnte man sagen, da fließt dann halt so der Strom im Kreis, das geht ja, die Richtung von den LEDs lässt das zu. Welches Gesetz verhindert das? Welches Gesetz sagt, das kann nie vorkommen? Maschenregel. Ja, was sagt denn die Maschenregel? Die Spannung 0 sein muss in der Masche. Genau, die Summe der Spannungsabfälle in der Masche ist immer 0. Und wenn hier der Strom im Kreis fließen würde und ich würde mitzählen, würde ich sagen, okay, dann habe ich hier einen Spannungsabfall von, bleiben wir mal zum Beispiel, 1 Volt. Und dann hier hätte ich nochmal einen Spannungsabfall von 1 Volt. Das heißt, an diesem Punkt ist dann die Spannung 2 Volt niedriger als an diesem Punkt. Das funktioniert irgendwie nicht so in einem konservativen Feld. Oder eben mit der Maschenregel einfach hart gesagt, das ist nicht 0, die Summe der Spannungsabfälle. Und damit kann das nie passieren, dass da der Strom so komisch im Kreis fließt. Würde es die Knotenregel erlauben, dass der Strom so komisch im Kreis fließt? Ja, die hat kein Problem damit. Also das ist wirklich nur dieses Kirchhoffsche Maschengesetz, das Kirchhoffsche Spannungsgesetz, das sagt, Summe der Spannungsabfälle an einem Umlauf, das muss immer 0 sein und darum weiß ich, dass das nicht sein kann, dass einfach diese beiden LEDs leuchten und der Strom so im Kreis. Und da muss man jetzt immer dazu sagen, nach allem, was wir wissen über Elektrizität, also wenn man sich mit induktiven Vorgängen auskennt, dann weiß man, dass die Kirchhoffschen Regeln mehr so was wie Spezialfälle von dem, was universell möglich ist, sind. Aber für uns gelten die immer und damit können wir sagen, das kann nicht vorkommen. So, das dritte Beispiel. Da haben wir zweimal das gleiche Kennlinienbild, wo wir irgendwie die Kennlinien von zwei Bauteilen eingezeichnet haben. Welches dieser beiden Bauteile, die wir da eingezeichnet haben, ist ein Widerstand? Das gerade. Genau, der gerade Strich, das hier ist ein Widerstand. Wenn diese Einheit mit den Kastellungen hier auf der Spannungsachse immer 1 Volt ist und auf der Stromachse immer 1 Ampere, was ist der Widerstandswert von diesem Widerstand? 1 Ohm, danke. Gut, also das Ohmsche Gesetz können wir noch. Und das zweite kann halt irgendein komisches Bauteil sein. Da wollen wir es jetzt nicht so festmachen. Und jetzt wollen wir die Kennlinie der Serienschaltung und der Parallelschaltung von diesen beiden Bauteilen, die wir über ihre Kennlinien charakterisiert haben, ermitteln. Wie machen wir das? Wie finden wir die Parallelschaltung? Wie finden wir die Kennlinie der Parallelschaltung von diesen beiden Bauteilen? Ja, die an die Ströme, genau. Weil Parallelschaltung heißt ja, dass ja, diese beiden Bauteile nebeneinander anstehen. Das heißt, die haben quasi oben einen gemeinsamen Anschluss, unten einen gemeinsamen Anschluss. Das heißt, an beiden Bauteilen muss die gleiche Spannung abfallen und der Strom teilt sich halt auf. Und ich könnte jetzt quasi sagen, ich spanne diese Parallelschaltung vor mit 1 Volt. Dann schaue ich, wie viel Strom fließt durch den einen Bauteil, wie viel Strom fließt durch den anderen Bauteil. Naja, und dann wird natürlich die Summe durch die Parallelschaltung fließen. Und so gehe ich dann weiter. Also ich habe zum Beispiel
hier dann diese Vorspannung, da hätte ich dann hier 1, 2, 3 Ampere auf dem Bauteil mit der gekrümmten Kennlinie und dann 4, 5, 6 auf dem Widerstand. Das heißt, in Summe müsste ich dann eben 7, 8, 9 Ampere durch die Parallelschaltung haben. Und so kann ich das Punkt für Punkt auftragen und dann lege ich da halt irgendwie mit geübter Hand und freiem Auge eine Linie hinein und sage, so schaut die Kennlinie der Parallelschaltung aus. Gut, wie mache ich das bei der Serienschaltung? Spannung notieren, genau. Die Ströme sind ja jetzt gleich, wenn ich diese beiden Bauteile untereinander hängen habe. Der Strom, der durch den ersten Bauteil durchfließt, der muss auch durch den zweiten durch. Der kann ja nirgends anders hin. Und damit kann ich jetzt dann sagen, okay, ich schaue mir an, wie viel Spannungsabfall kann ich an dem Bauteil erzeugen. Wenn ich da jetzt 1 Ampere durchschicke, schaue ich mir einen Bauteil an, schaue ich mir einen anderen Bauteil an, das addiere ich dann auf und dann komme ich auf den Spannungsabfall der Serienschaltung. Und so gehe ich eben weiter, ich schicke 2 Ampere durch die Bauteile durch, ich schicke 3 Ampere durch die Bauteile durch, ermittle für jeden dieser Ströme den entsprechenden Spannungsabfall und die Summe dieser Spannungsabfälle, muss dann halt der Spannungsabfall an der Serienschaltung sein. Gut. So, das waren jetzt ein bisschen so die Wiederholung von den Highlights vom letzten Mal. Gibt es Fragen zum letzten Mal? Also die Frage ist, ob es Z-Dioden zu jeder beliebigen Spannung gibt. Soweit ich weiß, gibt es den nur zu bestimmten Spannungen und zwar nicht nur aus Industriegründen, dass man es halt geeinigt hat, sondern aus irgendwelchen physikalischen Gründen. Aber ich verstehe das nicht. Irgendwann werde ich diese seltsame Halbleiterphysik-Vorlesung auf der Uni besuchen, dann kann ich all diese Fragen beantworten. Jetzt kann ich es leider noch nicht sagen, nur dass es gewisse Spannungen gibt, für die gibt es einfach diese Dioden und ich glaube, mich zu erinnern, dass das physikalische Gründe hat und nicht nur, dass man sich halt geeinigt hat, das sind übliche Spannungen, die man so braucht. Die Frage ist, wozu man Dioden braucht, die nicht Leuchtdioden sind. Und das ist immer, wenn ich halt möchte, dass der Strom nur in eine Richtung fließt. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Netzteil, wo ich irgendwie Gleichspannung und Wechselspannung und Wechselstrom hineinschicke und dann will ich das zum Beispiel gleich richten, dann sage ich nur in einer Richtung durchlasten, die andere Halbwelle, die lassen wir zum Beispiel aus. Das wäre dann zum Beispiel eine Anwendung für eine Diode. Aber es gibt dann in der Schaltungstechnik gibt es dann öfter Dinge, dass man sagt, man will zum Beispiel über diesen Pfad einen Kondensator laden, aber nicht entladen. Wenn ich das direkt natürlich anschließe, dann kann über diesen Pfad der Kondensator geladen und entladen werden. Wenn ich das nicht möchte, wenn dieser Pfad den Kondensator nur laden soll, dann werfe ich da einfach eine Diode hinein und dann gibt es halt nur noch Strom in der einen Richtung und zum Entladen braucht man dann halt eine andere Schaltung, die auf diesen Kondensator irgendwie wirkt. Sonst Fragen?